Aber ich muss doch an den Loot kommen. Okay. Das habe ich befürchtet. Hier ist Ende im Gelände. Okay. Wiederkommen, wenn ich Schlüssel habe. Merken. Und nicht in die Falle reingehen, obwohl es mein... Ich gerade kurz mit dem Gedanken gespielt habe, da einfach mal in den Käfig reinzusteigen. Okay, das heißt, wir müssen wieder hoch und dann müssen wir doch diesen Fallenraum. Aber immerhin sollten wir jetzt keine großartigen Gefahren mehr vor uns haben, oder? Ich meine, wir haben hier alles tot gemacht. Aber kann ich da nicht direkt schon lang nach oben gehen? Scheiße, wo kommst du denn her? WTF! Was soll denn das? Sieh zu, dass du da hinterhergelaufen kommst. Ich hatte dich doch umgestellt. Was soll denn der Kack? Da hinten ist Loot. Und eine Leiter. Okay, irgendwer stellt da oben die Dings wieder um. Okay. Nee, so lootgeil bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, bis ich herausgefunden habe. Wer da oben die Falle wieder umstellt. Oder es passiert automatisch, wenn ich den Raum betrete. Das kann natürlich auch sein. Versuch's mit Mut. Okay, dass dieser Abgrund mein Tod ist, muss ich gar nicht drüber nachdenken. Hat geklappt. Da ist ein Blitzheini. Da ist ein Schlangenheini. Alter, ich höre Geräusche, die mir sowas von nicht gefallen. So ein komisches Klappern. Okay, das sieht man nach meinem sicheren Tod aus. Okay. Vielleicht spielt er irgendeinen Shortcut. Okay, gucken wir erstmal. Durch die fucking Wand ist ein Scheiß Ernst. Und oben ist auch wieder irgendwas, irgendeine Klapperschlange. Und ich habe keine Flakons mehr. Scheiße. Scheiße.
Ich bin tot. Schwäche Kopfnüsse. Au. Gottverdammter Bastard. Ohne Witz. Ich wollte schon immer mal den Bogen ausprobieren. Der macht mal überhaupt keinen Schaden. Okay. Was ich schon immer mal aus. Okay, probieren wir die schwere Armbrust aus. Nehmen wir sogar die schweren Bolzen. Die macht noch weniger Schaden, oder was? Ist mir egal. Ich mach das jetzt so. Ah, ich glaube, die hat genug Knockback, dass ich ihn vielleicht gleich da die Dings runterschubse. Das war Plan. Okay. Vor dir hinten. Okay. Da ist Nebel. Da war eine blöde Falle und ich brauche jetzt dringend ein Lagerfeuer, Alter. Ja, natürlich gibt es kein Lagerfeuer hier, sondern nur einen scheiß Nebelmann. Was habe ich zu verlieren? Tod, ja. Oh Gott, ich habe sie erst in dem Moment gesehen, wo ich drauf getreten bin. Ja. Bitte. Lass hier ein Leuchtfeuer sein, hier oben. Nein, warum nicht? Weil da ein riesiger Typ mit Bomben auf mich wirft, natürlich. Muss doch irgendwo ein scheiß Lagerfeuer sein. Ach, kommt schon. Ihr gottverdammten Level-Designer. Ach, der kümmert sich um die... Okay.
Ey. Komm schon, Spiel. Dann macht der einen scheiß Doppelschlag. Also, dann wird mir vor dem Nebel auch noch angekündigt, dass da irgendwo ein Leichtfeuer sein soll und dann ist da kein Leichtfeuer. Ich hätte echt eins brauchen können. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Och nee. Ich wette in diesem kompletten Level gibt es nicht ein Leuchtfeuer. Ich mag schon fast drauf wetten. Habe ich eigentlich schon Scheiße gesagt? Ich glaube schon, oder? Scheiße. Was brauchst du jetzt eigentlich zum Aufsteigen? Ich meine, wir haben ganz schön an Dings gesammelt. An Scherben. Die pumpe ich alles in meine scheiß Helebarde, ohne Witz. Zeit und Seelen. Okay, gucken wir uns die Scheiße an, die wir bekommen haben, und das ist heute Feierabend. So, dich gucke ich mir endlich an. Ein Beschleuniger, Angriffstyp Stoß, Beschleuniger der Verbannungszauber, die in Neulondo eindrangen, um die Geister der Finsternis und die der Dunkelheit verfallenen Könige zu bannen. Anders als andere Beschleuniger kann der metallische Beschleuniger alle Waffen benutzen, als Waffe benutzt werden, um Schaden zuzufügen, wenn auch nur gering. Hä? Was macht der? Sehr gut. Hä? Kann ich dich immer noch nicht benutzen? Nö. Hä? Laut Dings kann ich dich benutzen. Okay, irgendwas mache ich noch falsch. Ah, hauen kann ich damit. Okay. Gut, das haben wir uns angeguckt. Lebade Blitzspeer. Könnte ich benutzen. Gewicht? Ja, okay. Gewöhnlicher Speer der Soldaten. Große Reichweite. Kann gleichzeitig mit Schild benutzt werden. Ist effektiv gegen harte Oberflächen und bewirkt im richtigen Moment einen gegnerischen Angriff schweren Schaden. Der Trefferradius ist jedoch gering und kann leicht durch Schilde abgewehrt werden. Okay, das ist die Beschreibung eines ganz normalen Speers. Gibt's mir aber auch keinerlei anderen Informationen. So, dann haben wir gerade noch bekommen. Die konnte ich auch schon benutzen, ne? Ups. Will ich einfach mal in die Hand nehmen. Okay, sieht schon cool aus. Macht schon. Boah. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch gerade noch eben den dich bekommen, oder?
gerades Schwert. Der Ritter der uralten Königreiche Baldar führte dieses grundsolide Langschwert, die sich vorzüglich für Stoßangriffe eignen. Bald war der Heimat der Ritterkönige Rendal von diesem Reich nach einem gewaltigen untoten Ausbruch nur noch Ruinen. Okay. Bla bla bla. Ist auf jeden Fall ganz cool, mal so eine etwas schnellere Waffe zu haben als das. Nur mal so, wie sieht das Schlangenschwert aus? Ach, das sieht schon cool aus. Aber ist natürlich noch viel zu schwer. Ja, okay. Ja. Was mache ich? Rüste ich meine Hellebarde weiter auf? Bin ich so an diese Waffe gewöhnt? Aber ich merke langsam, dass sie in diesen nicht die optimalste Waffe ist. Besonders da der ehemalige Reichweitenbonus dieser Waffe inzwischen nicht mehr so viel bringt. Aber das entscheide ich alles in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich habe echt keinen Nerv, gerade da jetzt nochmal durchzulaufen. Hab ich denn? Ich habe aber auch nichts, was irgendwie nochmal meine Dings verstärken würde. Alter, ich habe jetzt aber fette Seelen auf jeden Fall, die ich an meinem nächsten Lagerfeuer vielleicht einsetzen werde, falls ich da drin wirklich eins finden sollte. Ansonsten... Ja, komm. Machen wir alles wann anders. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und bis dahin, euer Star Hero.